Sie haben sich entschieden, Ihre Heimat zu verlassen oder spielen zumindest mit dem Gedanken daran. Was ist Ihr Auswanderungsziel? Ist es Mauritius oder ein anderes Land? Ganz klar, einer der wichtigsten Gründe, warum eine Auswanderung in einem Fiasko enden kann oder gar nicht erst umgesetzt wird, ist das Thema Krankenversicherung. Wenn Sie nach Mauritius mit dem Premium-Visa einreisen wollen, dann müssen Sie zum Beispiel eine 12-monatige Versicherung abschließen und diesen Schutz auch nachweisen. Und das ist häufig der Knackpunkt, denn macht Ihre Versicherung das überhaupt? Wenn Sie gesetzlich versichert sind, dann ahnen Sie wahrscheinlich schon, dass es da mit einem Schutz im Ausland eher nicht so gut bestellt ist. Doch auch wenn Sie privat versichert sind, gibt es Probleme, wenn Sie länger ins Ausland reisen. Zum Glück gibt es Alternativen. Und um die geht es hier in diesem Video. Ich erkläre Ihnen im ersten Teil des Videos, auf welche Punkte Sie bei der Auslandskrankenversicherung unbedingt achten müssen. Und im zweiten Teil geht es dann darum, eine elegante Möglichkeit aufzuzeigen, wie Sie in diesem sehr komplexen Thema eine für sich informierte und fundierte Entscheidung treffen können. Damit Ihre Auswanderung klappt und Ihr Traum von einem Leben an der Sonne Wirklichkeit wird. In dieser Mindmap habe ich alle relevanten Bereiche oder Parameter abgebildet. Sie sehen, das Thema ist sehr vielschichtig. Ich beginne mit einem Überblick. Zunächst geht es um die Art der Krankenversicherung. Da haben wir zunächst mal die gesetzliche Krankenversicherung. Das Thema kennen wir alle. Wir haben das Thema private Krankenversicherung. Beide sind für das Ausland ungeeignet. Für das Ausland gibt es einmal eine kurzzeitige Auslandskrankenversicherung, die zum Beispiel für Geschäftsreisen, für Urlaube oder für Stadtbesichtigungen passend ist. Weltreisende, Auslandsstudenten oder Leute, die Work and Traveling miteinander kombinieren wollen, die brauchen eine langzeitige Auslandskrankenversicherung. Diese Versicherungen sind für Auswanderer allerdings auch ungeeignet, weil sie nicht lang genug und nicht umfassend genug gelten. Und dann gibt es noch die internationale Krankenversicherung. Das ist das geeignete Instrument für Auswanderer, digitale Nomaden und Perpetual Travelers. Worauf kommt es an? Auf einen umfassenden Schutz während des gesamten Auslandsaufenthalts und dass keine Laufzeitbegrenzung dabei ist. Nun kommen wir zu den Leistungen. Da wird unterschieden in Behandlungen, und zwar stationär oder ambulant, Hilfsmittel, wobei die lebenserhaltend oder nicht lebenserhaltend sind, Heilmittel und Gesundheitschecks, Arzneimittel. Da wiederum ist es interessant, werden Arzneimittel unbegrenzt erstattet oder werden nur Generika zugelassen? Dann das Thema Zahnbehandlung, Zahnersatz und Zahnprophylaxe im Dentalbereich. Das Thema Schwangerschaftsbehandlung. Ein ganz wichtiges Thema ist auch der Krankenrücktransport. Wobei man da unterscheiden muss, gilt dieser Rücktransport nur in das Wohnsitzland, also im Ausland, zum Beispiel hierher nach Mauritius, oder ins Wohnsitz- oder Heimatland nach Wahl des Versicherten. Bei diesen ganzen zunächst genannten Punkten gibt es Deckelungen, entweder pro Fall oder pro Jahr oder kombiniert, oder es gibt sogar einen unbegrenzten Versicherungsschutz. Und einige von diesen Dingen werden je nach Tarif und je nach Versicherung erst nach einer Wartezeit erstattet, die man dann erstmal ohne Symptome, ohne Krankheiten in diesem Fall überstehen muss. Die folgenden Entscheidungskriterien halte ich hier für sehr wichtig. Erstens, welche Leistungen sind für Sie unverzichtbar? Und das ist dann so eine Entscheidung zwischen hätte ich gerne versus muss unbedingt sein. Dann kommt es natürlich darauf an, welches Budget haben Sie, wie viel können Sie oder wollen Sie monatlich für die Krankenversicherung ausgeben und wo können Sie zwischen diesen Zielen Kompromisse schließen. Bei den Erkrankungsarten haben wir zunächst mal die allseits bekannten akuten und chronischen Erkrankungen und dann das bei Krankenversicherungen sehr wichtige Thema Vorerkrankungen, weil die Vorerkrankungen beeinflussen sehr stark die Versicherungsprämie, die Sie zahlen müssen. Wann hat diese Vorerkrankung stattgefunden? Vor Vertragsabschluss, zwischen Vertragsabschluss und Inkrafttreten des Versicherungsvertrags
oder während der Wartezeit. Das sind unterschiedliche Zeitpunkte mit unterschiedlichen Konsequenzen. Und in einem Punkt unterscheiden sich die Versicherungen teilweise recht stark, nämlich wie viele oder wie wenige Fragen werden gestellt bezüglich der Vorerkrankungen und für welche Zeit rückwirkend gilt das Ganze. Und schließlich die Versicherbarkeit. Auch da ist die Bandbreite groß. Also die eine Versicherung gibt eine Zusage nach einer unbürokratischen Entscheidung, die schnell getroffen wird. Andere Versicherungen schalten eine umfangreiche Risikoprüfung vor und sagen erst dann zu oder ab. Manche Vorerkrankungen werden generell ausgeschlossen. Und da müssen Sie sich entscheiden, können Sie damit leben? Und was allerdings viel häufiger vorkommt, ist, dass ein Risikozuschlag erhoben wird. Worauf kommt es an? Sie müssen einen Versicherer finden, der für die eigene Krankheitshistorie passt. Bei schweren Vorerkrankungen ist es äußerst sinnvoll, zunächst mal eine anonyme Anfrage an den Versicherer vorab zu stellen oder besser gesagt über einen Berater oder Makler stellen zu lassen. Denn Sie werden auch immer gefragt, haben Sie bereits einen Antrag gestellt und wurde dieser abgelehnt? Und wenn Sie dann mit Ja antworten müssten, dann sind die Chancen für Sie, eine Versicherung zu bekommen, eher gering. Und natürlich auf das Kleingedruckte achten, auch wenn das 20 Seiten lang ist. Jetzt kommen wir zum Thema geografische Abdeckung. Was sind die Hauptstandorte und Reiseziele von Ihnen? Was ist Ihr Wohnsitzland, Ihr Heimatland und auch das Ihres Ehe- oder Lebenspartners, wenn es ein anderes Land ist? Welche Länder werden Sie beruflich oder privat bereisen? Die meisten Versicherer teilen die Welt in Zonen ein. Meistens sind das 4 Zonen. Von einer billigen Zone über eine mittelbillige Zone, über eine teure bis zu einer ganz teuren Zone. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesundheitskosten in einigen Ländern sehr viel höher sind als in anderen Ländern. Und speziell in den USA sind sie so exorbitant hoch, dass die meisten Versicherer USA und teilweise auch Kanada ausschließen oder nur unter ganz bestimmten Bedingungen abdecken. Wenn Sie in einer billigen Zone wohnen, dann zahlen Sie deutlich geringere monatliche Prämien als in einer teureren Zone. Wobei, wenn Sie in einer billigen Zone wohnen, aber in eine teure Zone kurzzeitig reisen, dann können Sie entweder die Zone für diese Reisezeit wechseln und dann vorübergehend einen teureren Tarif bezahlen. Oder Sie können auch in den Standardtarif bestimmte Länder aus einer teureren Zone zubuchen, und zwar gegen einen Aufschlag. Wenn Sie in eine teure Zone reisen, dann ist häufig nur eine Notfallversorgung versichert, aber keine normale Krankenversorgung. Und da das so ist, gibt es bei einem Aufenthaltswechsel zwischen verschiedenen Ländern oder zwischen verschiedenen Zonen eine Meldepflicht beim Versicherer. Dann gibt es noch einige Ausschlüsse. Das können Kriegsgebiete sein oder Länder mit einem passiven Risiko des Krieges, also Aufstände, zivile Unruhen, Terrorismus und so weiter. Manche Versicherer gehen danach, welche Länder von dem Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung versehen werden, und manche schließen auch Länder mit Epidemien aus. In diesem Bereich sollten Sie sich folgende wichtige Fragen stellen. Erstens, müssen USA-Reisen mit abgesichert werden? Und wenn ja, für wie viele Wochen im Jahr? Oder reisen Sie in andere Länder in den teuren Zonen? Können einzelne Länder separat zugebucht werden? Und vor allem erlaubt der Tarif einen raschen Zonenwechsel nach oben oder nach unten bei Änderung Ihrer Lebenssituation und Ihres Aufenthaltsortes. Hier ein Beispiel bei der Passportcard-Versicherung. Das ist einer der besten Versicherungen. Der teuerste Tarif ist weltweit inklusive USA. Und weitere teure Länder sind Kuba, Dominikanische Republik und Haiti. So, die Zone 1, das ist die nächstteure Zone, ist dann in Südostasien. Region 2, der Rest von Amerika, das Vereinigte Königreich, Australien, Ozeanien und noch ein paar andere Länder. Dann kommen wir zur Region 3, das ist schon die zweitbilligste Region. Und hier ist interessant, dass da ganz Europa drin ist, außer Großbritannien. Und schließlich die Region 4, praktisch das gesamte Afrika und der Rest von Asien, inklusive Mauritius, sind hier zu finden. Das heißt, wer jetzt hier in der Region 3 und 4 kombiniert versichert ist, kann sowohl hier in Mauritius leben oder sonst irgendwo in Afrika und Asien, als auch nach Europa in die Heimat reisen zum Beispiel. Was passiert bei Rückkehr in die Heimat? Wie finden Sie den Weg zurück in die gesetzliche Krankenversicherung? Der einfachste Weg ist da über ein Angestelltenverhältnis.
Und dann brauchen Sie auch keine Anwartschaft, da ja in Deutschland eine Versicherungspflicht besteht. Anders ist es bei den privat und freiwillig gesetzlich Versicherten. Da ist außerhalb der EU eine Anwartschaft sinnvoll, vor allem in der ersten Zeit der Auswanderung. Im EU-Ausland, das sind Länder mit einem Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland, ist eine Anwartschaft in der Regel überflüssig. Ob sich eine Anwartschaft jetzt lohnt, das hängt auch von individuellen Faktoren ab, die man genau abklären muss. In der Regel gibt es auch ein Sonderkündigungsrecht des Versicherten, wobei dieser gegebenenfalls seinen Aufenthaltsort im Ausland nachweisen muss. Jetzt erhebt sich die Frage, unter welchen Bedingungen oder Lebensumständen könnte denn eine Rückkehr geplant oder sogar erforderlich sein? Das sind mehrere. Schulpflicht der Kinder, Betreuung der Eltern, das Scheitern im Ausland, und das kann auch zum Beispiel zu großes Heimweh sein. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Wegzugsgründe weggefallen sind oder neu bewertet werden. Also viele gehen ja jetzt im Moment aus Deutschland raus, weil die Aussichten sehr schlecht sind, wirtschaftlich, politisch, energiemäßig und so weiter. Aber es könnte ja sein, dass sich die Situation dramatisch wieder bessert und dass dann auch ein Aufenthalt in Deutschland wieder Spaß macht. Ich sehe das allerdings nicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren der Fall sein. Aber man sollte vorbauen für die Möglichkeit, in die Heimat zurückzukehren. Oder auch eine eigene schwere Krankheit oder Pflegebedürftigkeit. Viele wollen dann auch zurück ins Heimatland. So, hier noch einmal die gesamte Mindmap auf einen Blick. Sie können diese Mindmap übrigens auch als PDF-Dokument herunterladen. Sie finden den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Materie ist so komplex und vielschichtig, dass Pro Mauritius hier keine eigene Beratung anbietet, sondern mit einer ausgewiesenen Versicherungsexpertin zusammenarbeitet. Und zwar mit der Versicherungsmaklerin und Krankenversicherungsberaterin Ricarda Schönborn. Sie verfügt über 17 Jahre Erfahrung mit privaten Krankenversicherungen. Sie ist selbst vor einigen Jahren ausgewandert und lebt jetzt in Zypern. Durch diese Zusammenarbeit profitieren Sie in mehrfacher Hinsicht, unter anderem durch den Zugang zu attraktiven Rahmenverträgen mit den besten Versicherern, die es derzeit am Markt gibt. Zu den Sonderkonditionen komme ich später. Als nächstes geht es um die Details bei der internationalen Krankenversicherung, also der einzigen Versicherungsart, die für Auswanderer einen umfassenden Schutz bieten. Bei den Tarifen unterscheidet man zunächst mal Kompakttarife und Bausteintarife. Bei den Kompakttarifen ist alles zusammengefasst und Sie haben dann relativ wenig Malmöglichkeiten, wenn Sie sich für einen solchen Tarif entschieden haben. Bei den Bausteintarifen ist es so, dass Sie für jede einzelne Leistung sich den entsprechenden Baustein heraussuchen können. Welche Kriterien beeinflussen den Tarif? Das ist zunächst mal das Lebensalter. Also je älter man wird, umso höher werden die Beiträge. Dann unterscheidet man bei dem Leistungspaket das Grundpaket und dann gegebenenfalls kostenpflichtige Zusatzoptionen. Ein wichtiges Kriterium ist auch die Aufenthaltsregion. Über die verschiedenen Zonen haben wir ja schon gesprochen. Und einen höheren oder einen niedrigeren oder einen ausgeschlossenen Selbstbehalt. Je höher der Selbstbehalt, umso geringer sind die monatlichen Kosten, das ist klar. Wobei man da ins Detail schauen muss. Ist der Selbstbehalt allgemein anwendbar oder nur auf stationäre Behandlungen? Und dann, wie wird er berechnet? Normal ist ein Festbetrag pro Jahr, den jetzt eine Leistung kosten darf. Manche Versicherer gehen auch über eine prozentuale Selbstbeteiligung. Worauf kommt es hier an? Sie müssen den für sich am besten passenden Tarif finden. Und den Selbstbehalt sollten Sie an Ihre Risikotoleranz einerseits und Ihr Monatsbudget andererseits orientieren und anpassen. Und dann wählen Sie die richtige Aufenthaltsregion. Wobei generell gilt, dass die billigeren Zonen in der teureren Zone immer enthalten sind. Beitragsanpassungen können vorgenommen werden alle 5 Jahre mit steigendem Lebensalter. Sie können vorgenommen werden, indem eine Anpassung an die Schadenkostenquote vorgenommen wird. Da geht es um die medizinische Inflation, um die allgemeine Inflation, aber auch um die Kapitalrücklagen eines Versicherers. Dann gibt es die Kriterien für die Tariferhöhungen. Und da muss man genau hinschauen. Vorsicht, wenn das vom Versicherer einseitig festgelegt wird. Besser ist es, und in Deutschland eigentlich auch Standard, dass eine Genehmigung durch einen unabhängigen Treuhänder erforderlich ist, wenn eine Tariferhöhung stattfinden soll.
Worauf kommt es an? Planen Sie die Alterssprünge mit ein? Erkundigen Sie sich nach den Alterssprüngen des gewählten Anbieters. Wie war das Ganze in der Vergangenheit? Wie groß waren diese Sprünge? Und dann, ganz wichtig, meiden Sie Anbieter mit intransparenten Kriterien für Tariferhöhungen. Sehr wichtig ist auch der Kundenservice. Dann, wenn Sie im Ausland krank werden und Ansprüche haben an Ihre Versicherung. Wie ist dieser Kundenservice erreichbar? Nur während der Bürozeiten in Deutschland und dann außerhalb der Bürozeiten vielleicht nur mit einem englischsprachigen Mitarbeiter? Oder ist das wirklich 24/7? Wie kompetent ist dieser Kundenservice? Sind da ausgewiesene Experten am Telefon oder vielleicht irgendein Mitarbeiter von einem Callcenter, der keine große Ahnung hat? Und ganz wichtig ist auch das Thema Sprache. Wenn Sie nicht extrem gut Englisch können und auch die ganzen medizinischen Fachbegriffe beherrschen, dann ist es auf jeden Fall wichtig, mit einem Mitarbeiter zu sprechen, der Ihre Muttersprache spricht. Sehr gute allgemeine Englischkenntnisse reichen da wahrscheinlich nicht aus. Worauf legen Sie Wert? Die Versicherungsdauer sollte möglichst unbegrenzt sein. Expat-Versicherungen haben häufig eine begrenzte Versicherungsdauer, deswegen sind sie auch nicht so gut geeignet. Die können verlängerbar sein oder nicht verlängerbar sein. Und manche Versicherungen begrenzen ihre Versicherung auch, bis sie ein bestimmtes Maximalalter erreicht haben. Für Auswanderer nicht gerade gut geeignet. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Hat der Versicherer im Krankheitsfall ein Kündigungsrecht? Wenn ja, ist das meines Erachtens nicht akzeptabel, denn dann riskieren Sie, wenn Sie mal krank werden, stehen Sie dann plötzlich ohne Versicherungsschutz da und kriegen vielleicht auch keine neue Versicherung und müssen dann zurück nach Deutschland. Und dann die Frage, wie sieht es mit dem Kündigungsrecht des Versicherten aus? Worauf kommt es hier an? Der Versicherer sollte im Krankheitsfall kein Kündigungsrecht haben, denn das ist eines der größten Risiken überhaupt. Und die Versicherungsdauer sollte möglichst unbegrenzt sein. Jetzt kommen wir zu den Themen Erstattungsart, einzureichende Rechnungen und Erstattungsvoraussetzungen. Worauf kommt es hier an? So einfach und unkompliziert wie möglich, das sollte es sein. Die Erstattung sollte möglichst wenig begrenzt sein und Sie sollten die Belege möglichst digital einreichen können, vor allem dann, wenn die Post im Aufenthaltsland nicht zuverlässig arbeitet. Was gern überlesen wird, weil es einfach Mühe macht und keinen Spaß bereitet, die Sonderklauseln in den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Also, wie sieht das aus mit Leistungsausschlüssen, mit Deckungslücken, mit der Definition von Vorerkrankungen oder der Genehmigungspflicht einzelner Behandlungen? Oder wenn sich eine Krankheit chronisch entwickelt, die Versicherung das als Vertragsverletzung behandelt, und dann Ihnen Leistungen vorenthält. Worauf kommt es an? Auf jeden Fall Deckungslücken vermeiden. Wie sieht es mit Vorerkrankungen, Leistungsausschlüssen und der Genehmigungspflicht aus? Und wenn Klauseln schwer verständlich oder schwammig formuliert sind, dann fragen Sie sicherheitshalber nach. Und wenn Sie dann keine genaue Auskunft bekommen, dann lieber Hände weg von dem Versicherer. Und auf jeden Fall, wenn Sie mündliche Aussagen bekommen, lassen Sie sich das nachträglich schriftlich bestätigen. Und hier jetzt das Ganze noch einmal zusammengefasst in einer zweiten Mindmap. Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, dass wir mit einer unabhängigen Versicherungsmaklerin und Krankenversicherungsberaterin zusammenarbeiten. Und hier stelle ich Ihnen jetzt die Dienstleistungen von Ricarda Schönborn mal kurz vor. Ein guter Einstieg ist ein 45-minütiges Orientierungsgespräch. Exklusiv für ProMauritius gibt es ein kostenloses Erstgespräch von 15 Minuten. In einem weiteren Angebot vergleicht Ricarda die verschiedenen Versicherungen, die für Sie, für Ihre individuelle Situation am besten passen. Und Sie bekommen dann die Auswahl zwischen 3 und 5 Versicherungen. Unter anderem sind es diese Versicherungen, aus deren Tarifdschungel dann die entsprechenden passenden Tarife herausgesucht werden. Als nächstes haben wir dann die Intensivberatung für alle Ihre Fragen. Und dann gibt es noch 2 Zusatzbausteine. Der eine Zusatzbaustein ist, wie man ohne Strafbeiträge aus der bestehenden deutschen Krankenversicherung herauskommt. Und bei dem zweiten Baustein dreht es sich um den Erschwerniszuschlag für Kunden mit schweren Vorerkrankungen. Ein sehr komplexes Thema und wer eine schwere Vorerkrankung hat,
sollte hier unbedingt das in Anspruch nehmen. Am meisten gebucht wird jedoch ein Kombipaket, das Rundum-Sorglos-Paket, das den Versicherungsvergleich und die intensive Beratung miteinander kombiniert. Oder dann das Rundum-Sorglos-Paket Plus, wo dann auch noch das Ausstiegsszenario aus der deutschen Krankenversicherung mit dabei ist. Ganz wichtig jetzt zum Schluss die Sonderkonditionen. Alle Kunden, die über ProMauritius an das Maklerbüro von Ricarda kommen, erhalten ein kostenloses Orientierungsgespräch. Das hatte ich ja bereits erwähnt. Sie erhalten zweitens Zugang zu günstigen Rahmenverträgen, die mit vielen Versicherungen geschlossen wurden. Und das führt zu Sonderkonditionen, die allerdings je nach Versicherung etwas unterschiedlich sind. Und wenn in diesen Rahmenverträgen künftig es zu Verbesserungen kommt, also der Rabatt wird etwas höher oder es kommen weitere Sonderkonditionen dazu, dann werden diese automatisch an Sie weitergegeben und Altverträge werden angepasst. Wie sehen diese Sonderkonditionen konkret aus? Das kann ich Ihnen hier im Fall unseres bevorzugten Versicherers Passportcard mal darstellen. Sie bekommen einen Rabatt auf die Versicherungsprämie und das lebenslang. Ebenso auf den Risikozuschlag bei Vorerkrankungen. Außerdem ergibt sich eine bessere Versicherbarkeit, also Einschluss von mehr Vorerkrankungen, und auch das gilt lebenslang. Und schließlich wird nach 2 Versicherungsjahren neu verhandelt bei den Risikozuschlägen und auch davon können Sie dann profitieren. So, wie sichern Sie sich diese Sonderkonditionen? Erstens klicken Sie die Affiliate-Links auf der Webseite von ProMauritius an. Und zweitens geben Sie beim Ausfüllen des Gesundheitsfragebogens den Code Mauritius2022 ein. So, Sie wissen jetzt alles Wesentliche, worauf es bei der Auslandskrankenversicherung ankommt. Und wenn Sie dann Ihren Wunschtarif gefunden haben und Ihre Versicherung abgeschlossen haben, dann steht Ihre Auswanderung nichts mehr im Weg und Sie können Ihren Traum vom Leben an der Sonne verwirklichen. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg.